Moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Episode von Power & Pace Triathlon Training. Mein Name ist Jule Bartsch, ihr kennt mich schon, ich bin die Teammanagerin von Power & Pace und habe heute wieder das einzigartige Vergnügen, eine neue Folge Community Chat aufnehmen zu dürfen. Und das heutige Mitglied unserer Community ist die liebe Dunja, der Vollständigkeit halber Dunja Voss. Moin! Morgen Jule, freue mich, dass ich da sein darf, hallo! Mich freut's auch riesig. Und bevor wir gleich mal starten mit deiner Triathlon-Reise, wie du überhaupt zu dem Sport gefunden hast und was du bis heute so erlebt hast, wäre es total schön, wenn du dich der Community einmal so kurz und knackig vorstellen kannst. Wer bist du? Woher kommst du? Was machst du? Was zeichnet dich aus? Ja, dann fange ich an. Also hallo zusammen, ich bin die Dunja. Ich lebe in Solingen, das ist in Nordrhein-Westfalen zwischen Düsseldorf und Köln. Ich darf hoffentlich in 3 Wochen meinen 57. Geburtstag feiern. Und beruflich war ich 32 Jahre lang in der Fliegerei bei Lufthansa. Zuerst als Flugbegleiter und nachher als Purser. Davon waren die letzten 15 Jahre dann reine Langstrecke, war ich nur auf den Fernflügen unterwegs. Und ich habe mit 55 habe ich mich entschieden, die Fliegerei zu beenden. Das hatte teils persönliche Gründe. Aber auch, es hat mir nicht mehr so viel Spaß gebracht. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich mich nochmal verändern? Und habe dann angefangen, weil Sport immer mein Leben begleitet hat, habe ich Fernstudium bei der Academy of Sports, habe mit der Trainer B-Lizenz angefangen. Dann hat mir das sehr viel Spaß bereitet, also im Fitnessbereich Trainer B-Lizenz. Dann habe ich die Fachtrainer-Lizenz für Reha-Sport, für Rückentraining, Cardio-Training, Ernährungsberatung für Sportler gemacht und mache gerade noch die Fitnesstrainer-A-Lizenz, die ich hoffentlich nächsten Monat auch beenden kann. Das ist so der Überblick über meine Person, was ich gemacht habe. Ja, und warte jetzt mal drauf, wo die Lebensreise mich noch hinbringt. Wow, das klingt ja spannend. Also wenn man zusammenfassen möchte, einmal alles. Ja, genau. Coole Sache. Wie bleiben wir ganz kurz mal bei dem Punkt, dass du dann gesagt hast mit 55, so das mit der Fliegerei, das möchte ich jetzt nicht mal weitermachen, mein Herz schlägt für den Sport. Kannst du dich an diesen Moment erinnern, an dem du das für dich festgestellt hast? Das ist eigentlich kein besonderer Moment gewesen, sondern ein schleichender Prozess. Die Fliegerei hat sich natürlich in den letzten 30 Jahren extrem verändert. Mhm. Also ich habe 90 dann angefangen und da war das Fliegerleben noch ganz anders. Also es ist ja mittlerweile wirklich ein Massentourismusmarkt geworden. Die Arbeitsbedingungen haben sich doch stetig verschlechtert. Und mit zunehmendem Alter merkt man auch, dass man ich sehe Zeit immer als ein Investment an, ja. Dass meine Zeit, dass man die auch anders wieder investieren möchte, dass ich auch selber mehr Einfluss haben möchte, wo ich meine Zeit verbringe, weil man teilweise doch an Zeitpunkten, wo man gerne zu Hause wäre oder auch persönliche Dinge hat, nicht zu Hause sein konnte. Und das hat mich dann ja eigentlich dahin gebracht, dass ich gesagt habe, ich möchte auch wieder nicht so fremdbestimmt leben. Mhm. Das ist ja was anderes, als wenn man im Büro ist. Man weiß, man ist abends immer zu Hause. Aber wenn man dann teilweise, man hängt vielleicht in Indien und man weiß, zu Hause ist irgendwo eine Problematik und wäre einfach gern vom Herzen zu Hause. Und das war auch die Entscheidung, dass ich gesagt habe, das muss jetzt ein Ende finden. Ja, das kann ich gut verstehen und nachvollziehen. Ich war einfach nicht mehr, ja, man kann es runterbrechen, ich war einfach nicht mehr glücklich da und dann muss man auch sagen, es war eine tolle Zeit, ich habe wunderschöne Erinnerungen und Erlebnisse mitnehmen dürfen, aber die Zeit war dann einfach vorbei. Mhm. Ich habe es auch die 32 Jahre lang Vollzeit gemacht und man merkt es auch körperlich, auch gerade in Kombination, der Sport hat mich immer begleitet. Ja. Das ist schon eine Herausforderung, das auch körperlich immer hinzukriegen. Sport hat dich immer begleitet, ist ein gutes Stichwort für mich, weil ich meine Gäste hier immer, oder wenn ich dran denke vor allen Dingen, oft frage, aus welcher Sportart sie denn ursprünglich kommen. Wie ist das bei dir? Ich komme aus dem Schwimmsport. Ah ja. Das sind, glaube ich, die wenigsten hier. Die meisten kommen doch vom Laufen. Und also ich habe seit meiner Kindheit, meiner Jugend, ich habe so mit 10, 12 habe ich angefangen, leistungsmäßig zu schwimmen.
Das hat mich auch mein Leben lang, auch bis heute, begleitet. Und das ist eigentlich auch das Element, wo ich mich am wohlsten fühle. Und fällt mir teilweise schwer, das zurückzustecken, weil ich gemerkt habe, energetisch muss man schon den einen oder anderen Kompromiss eingehen, wenn man Radfahren und Laufen dabei hat. Aber ich komme aus dem Schwimmsport und dann übers Becken schwimmen. In meiner Jugend gab es noch kein Freiwasserschwimmen. Das war damals noch gar nicht aktuell. Dann bin ich ins Freiwasser gekommen, so mit, wie alt war ich denn da? 40, fing das mit den Freiwasserwettkämpfen an. Und ja, wie gesagt, das hat für alles dann so das erste Puzzlestück ergeben. Cool, dann sage ich, tauchen wir doch ein in deine Triathlon-Reise. Mit 40 ins Freiwasserschwimmen gestartet. Das heißt, ja. Wenn du möchtest, nimm uns mal so chronologisch mit, wie du dann vom Freiwasser zum Triathlon gefunden hast. Wenn es überhaupt eine Verbindung gibt. Ja, gibt es. Wie gesagt, ich habe mit 40, habe ich auch immer Meisterschaften geschwommen. Ich kam, wie gesagt, aus dem Becken, die Langstrecke bin ich geschwommen, bin auch öfter deutsche Meisterin geworden und auch Altersklassenrekorde. Ich glaube, einige stehen sogar noch auf den langen Strecken. Und dann hat mich ein Trainer angesprochen, ob ich nicht Lust auf Freiwasser hätte, habe das dann gemacht. Und damals war es so, ich glaube, bis 2017 war es so, dass es keine Neo-Erlaubnis gab im Freiwasserschwimmen. Das heißt, auch bei 16 Grad dürfte man die 15 oder 25 Kilometer ohne Neo schwimmen. Und ich glaube, jeder Triathlet da draußen weiß, was es heißt, bei 16 Grad ohne Neo ins Wasser zu gehen. Also ist eine nicht angenehme Erfahrung. Ja. Und ich wollte das unbedingt. Mir hat das so Spaß gemacht im Freiwasser, aber ich habe die Temperatur nicht hingekriegt. Ich habe für die längeren Wettkämpfe, weil ich immer gerne im Ausdauerbereich unterwegs war, je länger, je besser, ich habe es mit Mentaltraining versucht, die Kälte hinzukriegen. Es gibt so, im Amerikanischen gibt es ganz tolle Podcasts, wo man Mentaltraining gegen Kälte machen kann. Habe ich alles versucht. Ich habe teilweise in den Hotels, habe ich mir die Badewanne voll Eiswürfel gemacht. Ach krass. Man kann ja gerade in den amerikanischen Hotels diese ganzen Eiswürfelmaschinen, die ganze Badewanne voll gemacht und habe mich immer da reingelegt und habe gedacht, du musst das jetzt aushalten, du willst dich abhärten. Bin in unbeheizte Freibäder gegangen. Ich habe es einfach nicht hingekriegt. Und dann habe ich gedacht, nee, also irgendwo zeigt mir mein Körper da die Grenzen auf. Ich hatte ein, das waren die deutschen Meisterschaften in Lindau damals. Da war es dann 2,5 und 5 Kilometer, war ich gemeldet. Und bei den 5 Kilometer musste ich abbrechen, weil da waren es knapp 17 Grad. Und da habe ich irgendwann gesagt, nee, das ist jetzt hier für mich nicht mehr gesund. Ja. Und das war dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, so mit dem Freiwasser, das ohne Neo, das mache ich nicht mehr. Und dann habe ich mir Veranstaltungen rausgesucht, die dann außerhalb der Meisterschaften waren, Freiwasserwettkämpfe, wo man mit Neo schwimmen dürfte, so ja, Schwimmveranstaltungen einfach, aber jetzt nichts vom DSV organisiert. Und das hat mir dann Spaß gemacht. Dann bin ich, was bin ich denn da alles? In der Nordsee gibt es eine ganz tolle Veranstaltung. Das war von vom Festland dann bis nach Norderney konnte man schwimmen. Das war eine tolle Erfahrung. Und Neuruppin waren 15 Kilometer, aber das war dann alles mit Neo. Und dann bin ich auf den Münster, waren 8 Kilometer mit Neo. Da war dann schon oft, dass Triathleten dabei waren. Da kam man dann natürlich ein bisschen mehr mit Triathlonsport in Berührung. Und ausschlaggebend war dann hier in Köln, war immer der Swim and Run. Und 12 Kilometer schwimmen. Ja. Und da bin ich eigentlich immer die 12 Kilometer geschwommen. Dann war es aber auch ein Jahr so kalt, dass es mir selbst mit Neo zu kalt war. Und dann habe ich gesagt, naja, dann machst du mal den Swim and Run. Und da gab es dann welche Strecken? Das 2 Kilometer schwimmen und 14 laufen oder 4 Kilometer schwimmen und den Halbmarathon laufen. Und ja, das habe ich dann rausgepickt, habe ich gedacht, naja, dann machst du das, weil 2 Kilometer schwimmen war mir zu wenig, habe ich gedacht, dann musste halt die 21 laufen. Und das war dann so das nächste Puzzlestein zum Triathlon. Wobei ich sagen muss, das Laufen, ich habe das immer schon nebenbei gemacht, neben der Schwimmerei, weil das natürlich
beruflich bedingt das war, was ich weltweit machen konnte. Also Ja. laufen kann man überall, selbst in Ländern, wo man es jetzt nicht draußen machen kann, am Laufband gab es die Möglichkeit. Und ja, so kam das Laufen dann dazu. Und das hat auch auf Anhieb sehr gut geklappt. Also das hat mir Spaß gemacht und war auch selbst von der Platzierung her, dass ich verwundert war, dass man da so schnell weit vorne landen kann. Ich kann natürlich durch das Schwimmen, hatte ich natürlich entsprechenden Puffer auch dabei. Ja. Aber selbst die 21 Kilometer waren da nicht genug für die anderen, das so weit aufzuholen. Und ja, dann habe ich das gemacht und das war 2019, gab es diese Veranstaltung auch, habe ich die mitgemacht und da war dann für den Herbst war ausgeschrieben ein Triathlon in Köln für 2019. Und da habe ich mir gedacht, mit dem Fahrradfahren kriegst du auch noch irgendwie dazwischen. Ja. Das wären dann das war so eine Mitteldistanz, also die 90 Kilometer. Und ja, dann ist das aber ausgefallen. Da gab es ja eine Problematik, ich glaube, ihr hattet auch darüber berichtet, wegen der Rettungsschwimmer, die nicht vorhanden waren. Und dann habe ich mich schlau gemacht. Ich kannte mich so mit Ironman und allem. Ich hab mir das auch mal angeguckt im Fernsehen, aber hatte da ansonsten noch keine Berührungspunkte groß mit. Aber ich wusste einfach, dass das ein verlässlicher Veranstalter war. Und habe mich dann für 2020 in Duisburg angemeldet. Ja, 73. Genau, für die 73. Das war so der Schritt dahin. Ja, das Fahrradfahren, wie ist das dazu gekommen? Mein Lebenspartner, der fährt sehr, sehr gerne Fahrrad, auch vor allem gerne Mountainbike, allerdings auch sehr gern. Der hat das schon immer gesagt, ganzes Leben lang ist er gern Fahrrad gefahren und der hat mir irgendwann ein Rennrad dahingestellt. ich war aber völlig auf Kriegsfuß damit. Ich bin bis dato nur irgendwie mit dem Tourenrad rumgefahren, auch nie länger, einfach nur so aus Spaß schon mal Fahrrad gefahren. Und ja, dieses Rennrad stand da und hat mich immer angeguckt und mit diesen Klickpedalen, das war für mich völlig suspekt. Da hatte ich also riesen Respekt davor. Und ja, dann habe ich mich mal irgendwann, habe ich mir so Klickschuhe gekauft und er hat mir dann auch immer erklärt, wie ich da rein und rauskomme. Alles toll, wir haben das im Stand ausprobiert, aber die erste Fahrt ist dann direkt vor der Haustür geendet, weil ich umgekippt bin und nicht aus den Dingern rauskam. Klassiker. Ich glaube, die Erfahrung macht jeder. Die meisten fallen im Stehen. Ja, genau so war das auch ungefähr. Also ich hatte noch keinen Schwung drauf. Aber außerdem, das Rad hatte eine kleine Macke, aber ansonsten ist es gut gegangen. Ja, und wie gesagt, das ist so, hatte sich so parallel entwickelt, aber da habe ich dann erst die Nase voll gehabt. Verständlich. Und das hat dann wieder gedauert, bis ich mich aufs Fahrrad gesetzt habe. Aber das hat sich so nebenbei, dann habe ich es dann irgendwann doch hingekriegt und dann sind wir immer öfter auch zusammen Rad gefahren. Das hat sich so am Rande mitentwickelt. Schön. Ja, das ganz war so die Reise. Spannend. Also es hat sich wie so ein Puzzle immer eigentlich zusammengesetzt, dass eins zum anderen kam. Habe ich hier vorher noch nie gehört. Dass alles so langsam dazukommt und letztendlich ergibt es ein Triathlon. Das ist echt interessant, cool. Ja. Ja, und es war auch immer so, dass ich durch Schwimmen oder hatte ich natürlich auch, die Triathleten haben ja auch teilweise in den Hallen mittrainiert. Und da hat man das eine oder andere auch mitgekriegt, aber es hat mich nie so angefasst, dass ich gedacht habe, das musst du jetzt auch unbedingt machen. Ja, im Gegenteil, manchmal fand ich das, ich hoffe, ich trete da jetzt keinen mit auf den Füßen, aber ich glaube, wir wissen alle, dass es die und die Triathleten gibt, fand ich teilweise sehr verkrampft, muss ich sagen. Und das war nie so, dass mich das mitgerissen hat. Was ich allerdings immer im Hinterkopf hatte, dass ich für mich mal wissen wollte, wie fühlt sich das an? Ja. Weil das ist einfach die sportliche Herausforderung, wie, was passiert da mit mir, wenn man sowas macht. Das hat mich immer schon so interessiert und das ist auch das, was mich letztendlich dann so ein bisschen auf die Reise gepusht hat. Cool. Jetzt wissen wir nur, 73 Duisburg 2020 hat nicht stattgefunden. Das heißt, wie ging es dann erstmal weiter? Also die Anmeldung war ja eingetütet. Ja. Das Datum stand fest und du warst noch in 2019. Wie bist du jetzt vorgegangen? Mich interessiert natürlich vor allem, hattest du einen Trainingsplan? War das dein Start bei Power on Pace oder wie gingst du? Nix? Ich übergebe an dich.
Ja, es war so, also ich war immer Sport interessiert und habe auch viele Bücher dazu gelesen. Und durch, was war das, Rio 2016, da kamen ja die Norweger hoch. Das hat mich total fasziniert, dieses Konzept. Und habe mich dann immer mehr in Triathlon reingelesen, habe mir dann dieses von Fitzgerald, das Buch 80-20, hatte meine Schwester mir damals geschenkt. Hab nach diesem Buch mal erst trainiert, fand das total interessant und spannend. Und ich war durch den Schwimmsport immer hohe Umfänge gewohnt. Habe mich da auch direkt in eine Kategorie mit viel Umfang einsortiert und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und das war aber dann mit dem Schwimmen kombiniert sehr Freestyle-mäßig, was ich da an Trainingsplan hatte. Habe mich dann auch oft weggeschossen natürlich, weil ich versucht habe, den hohen Trainingsplan im Schwimmen mit noch hohen Laufumfängen, Radumfängen zu kombinieren. Ja. Das ist dann auch teilweise energetisch komplett in die Hose gegangen. Und dann, nachdem der Triathlon ausgefallen ist und ich mich da im Zuge schlau gemacht habe mit Ironman und man googelt ja alles Mögliche, kam ich dann auf die TriMac-Seite und auf die Zeitschrift mit Trainingsplänen und dann habe ich gedacht, das liest sich ja auch interessant, weil der Triathlon wurde ja dann von 20 auf 21 verschoben. Ja. Dadurch hatte ich ja jetzt auch noch Zeit und konnte sagen, naja, dann machst du das halt mal systematisch mit den Plänen. Und dadurch bin ich dann, ich glaube im November, ja, bei November 20 habe ich dann angefangen, nach den Power and Place-Plänen zu trainieren. Habe mir dann angeguckt, was für Pläne angeboten werden und habe dann gar nicht so gelesen, wie ambitioniert das ist oder nicht, sondern habe einfach geguckt, was habe ich bisher an Stunden trainiert und habe mir das rausgenommen, wo die Stunden passte und habe dann direkt mit dem Qualifier-Plan angefangen. Habe ich gedacht, das ist schön, die Zeit habe ich, kriege ich auch hin. Ich habe keine Kinder, ich habe meinen Lebenspartner, aber war neben meinem Beruf eigentlich zeitlich sehr flexibel und dann passte das einfach. Okay. Und könntest du beim Qualifier bleiben? Ja. Also ich mache den seitdem und ich muss sagen, bei mir ist immer alles grün. Stark. Ich habe irgendwie, passt das immer alles. Ich denke auch gar nicht lang nach, ich mache einfach. Das ist manchmal natürlich so ein bisschen Mix and Match. Gerade als ich noch in der Fliegerei war, musste ich da natürlich schon mal was schieben. Aber ansonsten, also seit ich jetzt hier auch zu Hause sein kann, das Leben regelmäßiger ist, mache ich den eigentlich. Also ich hatte auch das Glück, dass ich nie krank war, bis jetzt Weihnachten, Corona. Aber ich bin eigentlich immer gesund geblieben. Das ist großartig. Sei dir sehr gegönnt. Coole Sache, ey. Ja, und dann kam ja dieser, genau, dann habe ich seit, was haben wir jetzt gesagt, 20, genau, November 20, seit Ende 20, ja. Da, seitdem mache ich die Pläne, genau. Okay, so jetzt kann es natürlich sein, dass vor allen Dingen die Leute, die relativ frisch bei Power & Pace dazugekommen sind, jetzt zur Saison 23, 24, dir zuhören und so denken, Qualifier, und dabei war sie für 70.3 angemeldet. Ich dachte, Qualifier ist nur für Langdistanz, ne? Da bin ich jetzt gespannt, dass deine Wahl auf den Qualifier gefallen ist, obwohl du die Mitteldistanz gemacht hast. Gut, du hast gesagt, du hast jetzt nicht viel gelesen, was wofür ist, sondern hast einfach abgeglichen mit deinen bisherigen sportlichen Erfahrungen. Von daher denke ich mir so, gut, es ist erstmal egal, über welche Distanz du startest. Jetzt würde mich eher interessieren, wie hast du denn die Vorbereitung so erlebt, bis der Wettkampf tatsächlich stattgefunden hat, weil die Umfänge ja wirklich auf eine Langdistanz ausgelegt waren? Ja, bei mir ist eigentlich so, ich habe diese Zielsetzung, ist bei mir eigentlich nicht so punktuell, dass ich sage, ich habe jetzt so einen bestimmten Punkt im Kalender, was mein Ziel ist, sondern ich habe mehr so dieses Prozessziel. Ja, okay. Dass ich sage, mir macht das Training Spaß. Ich habe gar nicht den Wettkampf als Zielsetzung genommen, sondern das Training ist mein Ziel. Verstehe. Und wie hast du es dann so erlebt, die Vorbereitung auf den Wettkampf oder generell die Saison? Ich fand das total entspannt. Mir hat das einfach total Freude gemacht. Und ich bin auch jemand, der den Plan macht, auch wenn ich da gerade mal nicht so richtig Lust zu habe oder auch wenn ich mich müde fühle. Weil man hat natürlich die Freiheit mit dem Power and Pace Plan, dass man sagt, ich habe schlecht geschlafen, jetzt steht eine Einheit an, wo ich eine hohe Belastung drin ist, ich mache es lieber nicht. Aber ich habe mir immer gesagt, ich mache es jetzt einfach mal.
Weil das gibt mir ja auch eine neue Erfahrung. Und ich habe einfach aus dem Schwimmen auch die Erfahrung, dass es Tage gibt, da geht man ins Wasser und man denkt, da geht jetzt heute gar nichts mehr. Und auf einmal nach einer halben Stunde läuft's. Und das mache ich mit den Plänen eigentlich genauso. Ich sage mir einfach, vielleicht kann ich aus der Einheit irgendwas lernen, was auch immer. Und das kann ich einfach noch auch jedem empfehlen. Einfach mal machen. Weil was kann schlimmstenfalls passieren? Ich gehe wieder nach Hause, wenn es denn gar nicht geht. Ja. Aber ich muss sagen, ich würde jedem nur empfehlen, macht es mal, weil das gibt, mir hat es eine unheimliche Sicherheit im Wettkampf gegeben, weil ich kann es mir an dem Wettkampftag auch nicht aussuchen, wie fühle ich mich morgens. Mhm. Es kann sein, dass ich am Wettkampf morgen aufstehe und ganz schlecht geschlafen habe oder den Magen drückt oder irgendwie Kleinigkeiten, Kopfschmerzen, kann immer was sein. Und dann fahre ich ja auch nicht direkt wieder nach Hause. Und wenn ich aber schon die Erfahrung habe, das fühlt sich jetzt so an, oder die Beine sind vielleicht nicht ganz so frisch, aber ich bewerte dieses Gefühl gar nicht negativ, sondern sage einfach, das ist jetzt so, das ist Status quo, dass sich die Beine so anfühlen. Aber ich weiß auch, das kann sich ändern. Und das ist einfach eine schöne Erfahrung, die ich durch diesen Prozess einfach gemacht habe, dass es gute und schlechte Tage gibt. Und auch der Wettkampf ist letztendlich nur ein Punkt im Kalender. Und mal gucken, was sich aus dem Tag ergibt. Starke Erkenntnis, ne? Ja, also ich finde die Reise einfach schön, die man macht, weil jeder hat ja auch eine andere Reise. Wir haben alle den gleichen Trainingsplan. Und das finde ich durch diese Community, auch über Facebook oder so, man erfährt ja, was für Hindernisse für die einzelnen Menschen da sind. Und wir sind ja alle so, so unterschiedlich und jeder hat seine eigene Reise. Ja. Und das heißt ja, nach 3 Wochen sind wir ja nicht alle auf dem gleichen Stand. Jeder entwickelt sich ja anders und das Training findet ja für keinen im Vakuum statt. Mhm. Jeder hat private Stressoren, die da einfließen und das finde ich einfach ja spannend. Was passiert da mit mir? Ja, toll. Ich möchte einmal kurz noch ergänzen zu dem, was du gesagt hast, dass man ja nie weiß, wie man sich am Rennen morgen so fühlt. Ich glaube, dass es ziemlich deutlich ist, vor allen Dingen für die von euch, die schon länger im Sport unterwegs sind. Das muss gar nicht unbedingt der Triathlon sein, aber ich habe auch die eigene Erfahrung gemacht oder ich mache die jeden Tag. Je länger man Sport treibt, desto besser kennt man auch den eigenen Körper. Das heißt, ihr wisst dann schon, wenn ihr morgens aufsteht, ist das jetzt Migräne oder irgendwas Ernsthaftes, wie ihr euch fühlt, dass es wirklich besser wäre, nach Hause zu fahren, statt an den Start zu gehen. Oder ist es vielleicht der Nervosität, der Aufregung geschuldet, war die letzte Einheit vielleicht doch ein bisschen zu hart oder man hat einfach so einen leicht unfitten Tag. Das sind dann alles keine Erfolgsverhinderer, aber ja. Ich möchte nur nochmal an euer Körpergefühl und eure Erfahrung appellieren, dass ihr eigentlich genau wisst in euch, was gut ist und wann es vielleicht sich doch lohnt, liegen zu bleiben oder nach Hause zu fahren. Ja, ich finde es schön, was du gesagt hast, um auf den Community-Aspekt zurückzukommen, dass du über die Facebook-Gruppe überwiegend erfährst, welche Hindernisse einzelne Leute so haben, welche Herausforderungen es zu bewältigen gibt, weil das tatsächlich was ist, was mir im persönlichen Gespräch noch nie vor die Augen oder vor die Ohren gekommen ist, dass tatsächlich über sowas gesprochen wird. Und ist es so, dass es für dich daher ein Aspekt ist, der dir so ein Gefühl der Zugehörigkeit gibt? Also so von wegen, ich bin da nicht alleine, ich habe auch immer mal meine Müdigkeit etc., sondern es gibt andere Leute. Ja, definitiv. Also das ist einfach, ich habe zwar das Lebensalter und auch die Sporthistorie, um das für mich ausmachen zu können, aber man trainiert ja doch und ich auch die letzten Jahre war ich eigentlich immer alleine im Training. Und einfach auch mal zu hören, dann noch eine Rückkopplung zu haben, welche Hindernisse sich da für den Einzelnen ergeben. Und auch, ich habe das eben schon angesprochen, dass sich jeder anders entwickelt, dass man auch einfach mal ein Plateau akzeptiert. Ja. So eine Leistungssteigerung und das kann man wirklich auch nur allen mit auf den Weg geben, die vielleicht jetzt neu dabei sind, sich einfach an den Plan und an den Aufbau zu glauben. Und das entwickelt sich ja auch, manchmal ist man eine ganze Zeit lang auf dem Plateau. Das ist ja immer wie so ein Rollercoaster und es geht auch mal steil bergab, aber dann einfach geduldig bleiben, weitermachen und irgendwann geht es dann wieder steil berghoch. Also ich bin jetzt ja im fortgeschrittenen Alter im Sport auch, aber ich merke, man kann trotz
trotzdem sich immer wieder noch weiterentwickeln. Das war auch so ein Punkt, warum ich die Schwimmerei aufgehört habe. Ich habe immer gesagt, an dem Punkt, wo ich merke, ich stagniere da, und es im Leistungssport ist einfach so, dass man dann Rückschritte macht. Ja. Und dann habe ich mir auch einen Sport gesucht, wo ich merke, ich kann mich noch verbessern. Da ist noch Potenzial, wo man sich weiterentwickeln kann. Und einfach, dass die neu in dem Sport sind, auch gerade im höheren Alter, da ist immer noch Potenzial nach oben da. Da geht immer noch was. Ne? Mhm. Und wie gesagt, einfach nicht geduldig bleiben. Ich sage immer, es gibt keinen Shortcut im Ausdauersport. Man muss einfach dranbleiben. Und auch die Trainingspläne, ja, manchmal ist das stumpf. Ja, ich meine, wir sind ja hier nicht beim Unterhaltungsprogramm. Man macht das ja, weil man sich weiterentwickeln möchte. Und dann muss man so eine gewisse Eintönigkeit, ich sehe das gar nicht als Eintönigkeit, sondern man weiß ja, wofür man es macht. Ja. Aber das gehört teilweise dazu. Und das ist in der Community einfach schön, dass man diese Reisen bei anderen sieht oder sich auch da gegenseitig mal wieder motivieren kann. Das ist schön, wenn das den Effekt mit sich bringt. Super cool. Ich möchte gerne nochmal wieder den Sprung zurück machen zu... Was heißt Sprung zurück? Eher gehen wir jetzt nach 2021, von heute aus betrachtet, zurück. Aber als dein erster Triathlon, wie waren so die Tage, bevor es dann losging? Und wie hast du den Renntag an sich für dich erlebt? Völlig unaufgeregt. Also ich war überhaupt nicht aufgeregt. Für mich war das eigentlich wie ein langer Trainingstag. So habe ich das für mich gesehen. Und ich war auch ganz alleine. Also ich hatte niemanden dabei. Mein Lebenspartner hatte eine Einladung. Und da habe ich auch gesagt, geh da hin. Du kannst mir eh nicht helfen. Ich muss das eh alleine machen. Und er war dann nachher zum Laufen, ist er dann hingekommen. Aber ich war da vor den Abend. Ich hatte mir trotz der Nähe hier zu meinem Wohnort, habe ich mir ein Hotel genommen, weil ich gedacht habe, nee, wer weiß, was da morgens ist, und abends noch Fahrrad einchecken. Ich habe gedacht, also die Stressoren, die von außen da kommen können oder was schief gehen kann, das nehme ich raus. Und habe dann auch wunderbar geschlafen, bin morgens hingefahren. Und wie gesagt, hatte ich aber noch bei keinem Triathlon, dass ich eine Aufregung gespürt habe. Also irgendwie, man weiß ja durch das Training, man ist gut vorbereitet. Und ich bin eigentlich immer eher neugierig, dass ich denke, mal gucken, was passieren kann. So, man hat Respekt davor, so ja, Platten oder irgendwas. Das sind so die Sachen, die mir im Kopf rumgeschwirrt sind. Aber auch das habe ich zu Hause alles geübt, ja. Also, dass ich sagen kann, gut, wenn das passiert, bin ich darauf vorbereitet, dann kann ich mir da helfen. Ich hatte das Problem, dass auch da wieder die Kälte angekündigt war. Stimmt, das nächste Problem. Und da habe ich mich aber auch entsprechend vorbereitet, dass ich mir warme Sachen dahingelegt habe. Und dann bin ich da, beim Schwimmen ging es dann los. Das ist natürlich dann meine Welt gewesen. Da war ich ein bisschen erschrocken, weil man muss sich ja nach Startzeiten einsortieren. Wie sich da teilweise einsortiert wurde, fand ich dann teilweise sehr suspekt, weil man muss einen Startsprung ins Wasser machen. Also da wurde dann teilweise Fußsprung und Nase zuhalten. Und dann habe ich gedacht, ob das dann mit der Zeit vereinbar ist, wusste ich nicht, für was man sich da eingeschätzt hat. Also ich denke mal, wenn man in einem gewissen Zeitrahmen die Schwimmstrecke absolvieren will oder sich so einschätzt, dann müsste man eigentlich einen Startsprung können. Ja, das war dann sehr turbulent beim Schwimmen. Aber und dann ging es auf die Radstrecke raus. War für mich sehr, sehr schön, weil es ganz leer war auf der Radstrecke. Weil du so früh raus warst. Ja, genau. Ich bin, ja, herrlich. Ich habe das Glück, dass ich beim Schwimmen mal ganz vorne raus bin. Und dann hatte ich natürlich die Radstrecke mehr oder weniger mit für mich. Ich wurde dann natürlich nur überholt. Das ist natürlich ein sehr frustrierendes Erlebnis, weil ich höre dann immer nur diese Scheibenräder, die hinten angerauscht. Man kennt's. Das Gefühl, ich stehe, aber die ganzen jungen Männer, die da an einem vorbeigerauscht kommen, das ist schon Wahnsinn, hat auch Spaß gemacht. Ich gehe dann immer ganz an die Seite, also ich fahre wirklich fast im Graben, weil ich immer denke, ich will die einfach nicht behindern, ja, weil ich das einfach toll finde, diese Leistungen, die da vollbracht werden. Und das Radfahren war auch, wie gesagt, es war sehr kalt, es hat geregnet, aber da war ich entsprechend, wie gesagt, ausgerüstet. Die Wechselzone war entsprechend lang, die erste, bis ich mich da ausgestattet habe und angezogen habe.
Das Radfahren war für mich völlig entspannt. Das ist eine sehr flache, gerade Strecke. Und ja, da habe ich eigentlich auch keine Hindernisse gehabt. Das sind zwei Radrunden. Mhm. Es wurde dann auf der zweiten Runde entsprechend voller. Aber auch das ging gut. Da durfte ich dann auch mal Menschen überholen. Das war ein bisschen motivational, tat das dann sehr gut. Mhm. Und bin ganz entspannt auch vom Rad gestiegen und ja, eigentlich ist gar nichts passiert. Nee, war alles entspannt. Und bin dann gelaufen und auch das Runde um Runde, ohne Auffälligkeiten, habe ich das. Und dann ist mein Freund, habe ich an der Strecke gesehen, dann die letzten, also es waren immer 7 Kilometer Runden und der ist immer ganz unaufgeregt, also da hat mir dann auch nur zugerufen, alles gut, und ich so, ja, und dann bin ich weiter ins Ziel gelaufen. Also ich fand das eigentlich, war für mich ohne große emotionalen Höhen oder Tiefen, mhm. muss ich sagen. Mhm. Das war eigentlich, es hat Spaß gemacht, unendlich viel Spaß, gerade die Radstrecke ja. Hat mir so viel Spaß gemacht. Das war auch so das Ziel, mal ohne Verkehr Radfahren zu dürfen, ja. ohne Hupen, ohne Angst zu haben. Das habe ich sehr genossen. Ja, und bin völlig entspannt über die Ziellinie gelaufen. Ich arbeite weder mit Pulskontrolle noch mal mit Geschwindigkeit. Ich mache es nach Gefühl. Mhm. Ich habe das zwar alles am Rad und auch am Mann. Also ich habe meinen Pulsgurt um, ich habe meine Wattmessung am Rad. Aber ich gucke da eigentlich gar nicht drauf. Ich mache das nachher, ah, ja. um das mit dem Gefühl abzugleichen. Aber ich habe alles nach Gefühl gemacht. Und das hat sehr gut funktioniert. Heißt das, du läufst auch nach Gefühl? Ja. Okay. Also ich habe immer, wie gesagt, ich habe immer alles um, auch den ja. Pulsmesser. Aber ich, das muss ich noch sagen zu den Trainingsplänen. Mhm. Was mir sehr gut gefällt, ich glaube, viele lesen das gar nicht, dass da auch diese RPE, also diese Borg-Skala ist ja mit aufgeführt. Ja. Dass man wirklich nicht zu strikt nach Watt oder Pulskontrolle geht, sondern auch einfach sagt, wie ist mein Gefühl dafür? Weil ich sage mir immer, diese Wattwerte und Pulswerte, die können ja auch schon mal einem eigentlich ein falsches Gefühl vermitteln. Manchmal ist der Puls höher, weil es draußen warm ist oder man hat schlecht geschlafen, zu viel Kaffee getrunken. Das hat ja auch alles Auswirkungen. Und oder auch, ist es der erste Trainingstag der Woche oder ist es der fünfte? Ja. Also, ne, wie bin ich energetisch aufgestellt? Habe ich meine Speicher, sind die noch voll oder gehen die schon langsam zur Neige? Und das finde ich auch wichtig, gerade jetzt auch für Leute, die vielleicht neu einsteigen, dass man das immer nochmal mit dem Gefühl auch abgleicht. Und das hilft mir eigentlich sehr. Ja, ist ein wichtiger Punkt. Das ist jetzt wieder mein Klassiker dazu, also nicht nur zu dem Thema, sondern zu ganz vielen, die in Verbindung mit Mut stehen. Weil ich kann ja immer nur aus meiner Erfahrung sprechen und aus der Erfahrung, die andere Leute mit mir geteilt haben. Aber es ist am Anfang vor allen Dingen nicht so einfach, so mutig zu sein und zu sagen, gut, meine Pulsdaten sehen so aus, meine Wattwerte sehen gerade so aus, aber ich fühle mich viel besser oder deutlich schwächer, als ich eigentlich in der Lage sein sollte, diese Einheit heute zu absolvieren. Genau. Und das ist aber okay, wie du gerade schon so schön geschildert hast. Das ist okay und darauf zu hören, ist im Endeffekt Gold wert, weil im besten Fall bleibt ihr dann vor allem gesund und könnt die Woche weiter trainieren, als dass ihr euch irgendwie abschießt und über Grenzen geht, die eigentlich von eurem Körper schon aufgezeigt wurden. Schön. Vielen Dank, dass du das hier angesprochen hast und so ermutigst, dass es gut ist, nach Gefühl zu laufen. Ich finde es stark, ich weiß nicht, ich schätze mal jetzt von den Zuhörerinnen und Zuhörern geht es einigen so, dass sie sich gerade gefragt haben, aber wenn sie da die Wattwerte und die Pulswerte angezeigt bekommt im Wettkampf, wie schafft sie es denn da, nicht raufzugucken? Ich bin dann irgendwie völlig in meiner Welt. Ich weiß auch nicht, ich kann das alles ausblenden, aber das ist, wie gesagt, vielleicht kommt es auch durchs Schwimmen, dass man so das Körpergefühl entwickeln muss. Mhm. Beim Schwimmen habe ich ja keine Rückkopplung, wie schnell bin ich unterwegs oder wie ist mein Puls gerade. Da ja. muss ich ja wirklich nur in meinen Körper reinhören. Also ich kann nur berichten, wenn man 15 Kilometer schwimmt und man weiß, ich hätte dir aber jede 100 Meter sagen können, wie schnell ich bin, vom Gefühl her einfach. Stark. Also ich liege auch mit meinen Pulswerten, also ich weiß die eigentlich bis auf 3-4 Schläge, weiß ich genau, wo ich da bin, so rein vom Gefühl her.
Und das ist, glaube ich, das jahrelange Training, dass man einfach gelernt hat, wo ist mein Körper da gerade. Aber deswegen, wenn man anfängt, ich finde einfach mal, wie du das gerade gesagt hast, das mal wegzulassen, dann auf den Körper zu hören und dann nachher zu gucken, wo war ich denn da, dass man da so eine Schnittstelle einfach findet zwischen der Technik, dass man nicht nur Sklave der Uhr wird, ne? Ja. Weil das kann ja auch mal im Wettkampf passieren, dass es ausfällt, ne? Und stimmt. Wie gesagt, im Wettkampf, dieser Wattmesser, der ist vor meiner Nase, aber ich habe einfach nicht drauf geguckt. Coole Sache, ich finde das richtig gut. Wahnsinn. Ich meine, nochmal kurz zu dieser längeren Trainingseinheit. Es ergibt natürlich total Sinn, dass es dir so vorkam, weil der Qualifier, wie gesagt, auf was ganz anderes abzielt, ne? Also da ist dann so eine Mitteldistanz gefühlt so ein Samstag. So ein Samstag im Trainingsplan. Von daher kann ich das verstehen. Auch irgendwie ganz, was soll ich sagen, ganz beruhigend, dir so zuzuhören, wie du gesagt hast, dass es weder emotionale Höhen noch so krass emotionale Tiefen gab, sondern du da einfach mit viel Spaß über diese 113 Kilometer gehen konntest. Das ist auch mal schön zu wissen. Also es war einfach, ich habe das einfach genossen. Ich weiß nicht, jedem Moment habe ich gedacht, auch wie schön, dass ich finde, man sollte im Sport nicht die Dankbarkeit auch vergessen, dass man das machen darf, dass man gesund ist und ja. Jetzt ohne politisch zu werden, aber dass wir hier ein Land leben, wo das so frei möglich ist. Und ich freue mich eigentlich, weil ja, eigentlich habe ich die ganze Zeit irgendwie so Spaß. Das ist einfach schön. Ich genieße das einfach. Ja, das ist prima. Das freut mich sehr. Ich habe auch nicht diesen Moment mit der, viele haben ja diese Ziellinien-Euphorie. Das habe ich überhaupt nicht. Also ich laufe über diese Ziellinie und danach bin ich nach Hause. Also das ist, nee, weil ich finde eigentlich den ganzen Wettkampf, jede Minute ist da schön. Also ich fühle mich auf der Ziellinie nicht anders als bei Kilometer 50 beim Radfahren. Also da spüre ich keinen Unterschied. Spannend. Wie hast du im Triathlon deine sportliche Karriere, sag ich mal, fortgesetzt, nachdem du Duisburg absolviert hast? Ich hatte mich in Duisburg dann ich habe eine E-Mail bekommen, dass ich mich für Utah qualifiziert habe, für die WM. Ich bin da, in dem Corona-Jahr, genau, da gab es gar keine Siegerehrung. Aber ich bin, wie gesagt, ich gehe über die Ziellinie und dann fahre ich nach Hause. Ja. Ich hatte auch überhaupt keine Ahnung, weil das war ja der erste Wettkampf. Ich habe mir da gar keine Hoffnung kann man nicht sagen, aber für mich war das so fernab, dass man da irgendwas mit Platzierung, das hat mich alles überhaupt nicht irgendwie interessiert. Ich wollte das für mich machen und hätte mir auch nie vorstellen können, dass man in einer Sportart, in der man so neu ist, weit vorne landen kann. Das war für mich einfach unvorstellbar, weil ich einfach nur kenne, dass man sich jahrzehntelang eigentlich auf was vorbereiten muss, um da gut zu sein. Also das ist, glaube ich, im Triathlon ist es so, ja, fast eine Ausnahme, dass man weit vorne landen kann, ohne aus der Sportart zu kommen. Und ja, dann, wie gesagt, kam die E-Mail, dass ich mich für Utah qualifiziert habe. Und dann habe ich überlegt, mache ich das nicht? Und was, glaube ich, jeder kennt, gehöre ich dahin, gehöre ich nicht dahin? Und weil ich habe schon dann geguckt, was Frauen leisten können, die vorne sind in meiner Altersklasse. Und da muss man auch sagen, das sind Welten, die dazwischen sind. Also das muss man auch neidlos anerkennen, die da einfach eine andere Historie auch mitbringen. Und habe mir das dann angeguckt, überlegt. Dann habe ich die Frage auch in der Community gestellt. Und dann haben viele gesagt, einfach machen. Und dann habe ich es auch zu Hause mit meinem Partner besprochen. Dann kam hinzu, dass er beruflich nach Kanada musste zu der Zeit. Und dann haben wir gedacht, ach komm, dann verbinden wir das einfach. Machen wir erst Utah und fliegen dann nach Vancouver weiter. Ja, das war dann, habe ich mich dann für Utah entschieden und angemeldet. Und 21 dann, oder 22, entschuldige die Unterbrechung. Utah war 22, ne? Nee, war zwei Jahre hintereinander. Es war 21 im September und 22 dann Ende Oktober. Die WM war Ende Oktober, ne? Genau. 22, Ende Oktober, genau. 22, ja. Genau. Haben wir es gar nicht gesehen.
Nee, genau, die Emesa habe Schade. ich getroffen. Ah ja, Die sehr habe ich gut. auf der Laufstrecke gesehen. Und ja, ich habe in dem Jahr dann, habe ich mich für Luxemburg noch angemeldet. Und ja, in dem Jahr habe ich Luxemburg und auch Duisburg nochmal gemacht, ja. Ja. Genau. Bist also auf der Mitteldistanz einfach geblieben. Ja, genau. Bin ich auf den Mitteldistanzen geblieben. Das hatte einen Hintergrund. Bin Bandscheiben geschädigt. Ich hatte zwei Bandscheibenvorfälle, aber die habe ich aus der Fliegerei schon. Also die sind schon sehr alt. Und das ist beim Laufen, wenn es über zu lange Distanzen geht, habe ich schon immer noch das Zwicken im Rücken gehabt. Ich habe mich immer gegen eine OP entschieden, habe das irgendwie versucht, so durch eigenes Training auch in den Griff zu bekommen. Und habe dann aber auch auf meinen Körper gehört. Ich habe immer gemerkt, nee, also das Längere, das könnte noch nach hinten losgehen, der Schuss. Ich bin da noch nicht so, also orthopädisch noch nicht so stabil, dass ich mir das zutrauen würde, was Längeres zu machen. Und dann habe ich gedacht, nee, jetzt bleib mal erst dabei, weil wenn ich die Langdistanz angehe, möchte ich das auch für mich sicher machen, gesundheitlich sicher. Und jetzt gerade die Adaptation von Bänder, Sehnen, das braucht schon seine Zeit, wenn man neu in der Sportart ist, dass ich gesagt habe, da gebe ich mir einfach noch Zeit, da möchte ich mich auch nicht pushen, das zu machen. Ja. Und deswegen bin ich da auf der Mitteldistanz geblieben. Statt auf die Langdistanz zu gehen, oder was willst du uns Genau. damit sagen? Ja, okay. Weil ich mir gerade gedacht habe, als ich dir zugehört habe, also jetzt mal Hand aufs Herz, 90 Kilometer Fahrrad fahren und 21 Kilometer laufen, das ist schon auch weit. Und du sagst, ja, da zwickt es dann langsam im Rücken. Ja, so ist das. Herrlich. Okay, das heißt, ist dein Ausblick ist jetzt auch gar nicht unbedingt auf die Langdistanz gerichtet. Doch. Ich habe es jetzt einfach für nächstes Jahr, nee, für dieses Jahr, ist ja jetzt schon dieses Jahr, habe ich es einfach gemeldet, ja. Weil Jawohl, Dunja, wohin geht's? Frankfurt. Ja, Ich krass. wollte das eigentlich gar keinem sagen, aber jetzt ist, Jetzt ist die Katze aus raus. dem Sack. Du brauchst es auch nicht rausschneiden. Das ist, Okay. ich mache das eh für mich selber und ich habe eigentlich auch da überhaupt keinen Druck. Auch ich mache das wieder für mich und alles gut. Cool. Ich Wie gucke mal fühlt sich einfach, wie das an? weit. Eigentlich unaufgeregt auch. Verändert sich ja Weil, nichts, ne? Nur dass der Wettkampf länger nee. wird. Ja, und ich sag mir immer, es ist, ja, ich bin neugierig darauf, was da auf mich zukommt. Aber letztendlich, wir machen das alle zum Spaß für uns und mal gucken, wie lange das gut geht, ja. Ja, toi, 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 hoffentlich noch lange. Nee, ich denke mir auch im Wettkampf, was soll ich mich verrückt machen? Es kann sein, dass an dem Tag Gewitter ist, es kann sein, dass ich drei Platten kriege. Ich weiß es nicht. Und von daher denke ich einfach immer Step by Step und ich freue mich einfach auf das Training dieses Jahr. Ich hoffe, dass ich das einfach, also mein Ziel ist es einfach, dass ich das Training weiter mit Begeisterung weitermachen kann und mit Spaß dabei. Und was letztendlich da rauskommt, ich weiß es nicht. Man weiß, wie gesagt, man kann nur hoffen, dass man gesund bleibt, ne? Ja, das stimmt. Weil das ist mir vor Utah passiert. 8 Wochen vor Utah habe ich mir vom Fahrrad dahergelegt und habe mir den Unterarm, also die Elle gebrochen, die Speiche gebrochen. Und da habe ich auch gedacht, so jetzt kannst du Utah, kannst du abschreiben. Und mein Lebenspartner ist ein sehr positiv gestimmter Mensch. Der hat immer gesagt, ach, wart mal ab, das wird schon. Und ich wollte schon alles stornieren. Und er hat gesagt, gib dir Zeit, wart mal ab. Und ich habe es wirklich on point bis Utah hingekriegt. Ne? Siehst du? Deswegen einfach weitermachen. Ich wollte gerade sagen, du hast es ja jetzt ein, zwei Mal auch in unserem Gespräch schon gesagt. Einfach machen, beziehungsweise einfach weitermachen. Und das Vertrauen in den Fluss der Dinge zu behalten, ne? Genau. Großes Kino. Wenn du dann jetzt dich für Frankfurt angemeldet hast, auch im Sinne von einfach mal machen, steht dann auch unter einfach mal machen das Ziel Quali? Nee, mache ich mir überhaupt keine Gedanken drüber. Ich glaube, ich würde es, also vom jetzigen Zeitpunkt aus würde ich es auch nicht machen. Das, also ich habe das in Utah mitgemacht. Das war ein wunderschönes Erlebnis. Aber der Wettkampf war für mich nicht anders als, als jetzt in Duisburg oder Luxemburg. Ich hatte da
Jetzt nur, weil da WM drüber steht, verändert das für mich eigentlich nicht viel. Das verstehe ich. Also das, du warst ja auch da. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast. Also ich fand es einen ganz herausragenden Wettkampf. Ich habe mir einfach von Schwimmstart an, bis ich ins Ziel gelaufen bin und darüber hinaus immer wieder gesagt, in jeder Disziplin bestimmt einmal pro Minute, wow, Jude, das ist eine WM. Wow, Jude, du bist hier bei einer WM, um auch einfach diesen Hype zu behalten. Weil letztendlich ist es genauso wie du sagst, für mich auch, es ist ein ganz normaler Triathlon-Wettkampf mit einer für mich außergewöhnlichen Strecke und Genau. einer außergewöhnlichen Location. Und das habe ich extrem genossen, muss ich sagen. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, da zu starten. Ja, so habe ich das auch. Also wie gesagt, die Strecke war wunderschön, die Radstrecke, so, also bis auf das letzte Stück, weil ich bin im Radfahren technisch eine komplette Niete. Die Abfahrt meinst du? Die Abfahrt fand Ja. ich ganz grausam. Also ich fahre unheimlich gern berghoch, aber bergrunter ist für mich ganz gruselig. Ja. Und da habe da auch einfach die Landschaft genießen können, auch beim Laufen. Und was ich sagen muss, was für mich eines der schönsten Erlebnisse war, war der Folgetag, die Profi-Männer zu sehen. Also Ja, das das, hat Spaß gemacht, das stimmt. da muss ich sagen, ich bin ein Riesenfan. Ich oute mich da auch von Christian Blumenfeld. Also ich finde diese norwegische Methode samt Trainer fasziniert mich einfach. Finde Ja. ich ganz tolle Reise, was sie machen und auch sehr mutig im Ansatz und das live sehen zu können. Und das war für mich ein wunderschönes Erlebnis. Aber das wäre ja, wie gesagt, bei einer WM nicht gegeben, dass man da auch die Männer sehen kann. Die Frauen konnten wir ja leider in Utah nicht sehen. Die konnte man nur wegschwimmen sehen. Ja, Hätte wenn ich, überhaupt, so früh war ich noch nicht da. ja, doch, ich schon, aber das wollte ich mir halt angucken, weil ich muss sagen, der eigene Sport macht Spaß. Das füllt einen auch aus, aber was mich wirklich fasziniert, ist einfach der Profisport. Deswegen mein übergeordnetes Ziel 24 ist auch bei Olympia keinen Herzinfarkt zu kriegen. Also das ist eigentlich das größte Ziel. Und das betrifft nicht nur den Triathlon, sondern ich mag auch die anderen Sportarten. Ich gucke mir gern, oder selbst jetzt Tennis gucke ich mir gern an, was natürlich die Schwimmwettkämpfe, Turnen, Leichtathletik fasziniert mich Ja. auch. Und ja, das. Wie gesagt, aber das wäre dann halt bei einer Langstrecke nicht gegeben. Dann wäre man nur auf das eigene Rennen fokussiert. Und ich glaube, das reicht mir nicht. Ja, das ist cool zu hören. Ich freue mich auch. Also das steht ja in diesem Jahr ist so viel, allein schon mit der Handball-EM, die extrem Genau. aufregend verlaufen ist bisher. Dann Olympia, Fußball-Europameisterschaft, bin ich mal gespannt, inwiefern da irgendwie Stimmung aufkommt. Das kann ich gerade gar nicht einschätzen. Aber Tour de France hat mich zum Beispiel letztes Jahr dann auch gecatcht, weil ich diese Doku geguckt habe. Und auf einmal kennst du diese einzelnen Sportler und dann siehst du die im Team und es war alles so aufregend. Wenn ich mal die Gelegenheit hatte, da was zu schauen oder die Highlights. Wahnsinn. Ja, also das habe ich mir jetzt, ich hatte auf Prime die, wie hieß denn die Serie Au cœur du Peloton? Das war auch so eine Doku über Tour de France, über die ganzen Radfahrer. Und da Ja. wurden aber so viele Stürze gezeigt. Ich würde keinem empfehlen, der auch ängstlich auf dem Rad ist, diese Doku zu gucken. Ja. Das, also das ist wahnsinnig faszinierend. Also, aber es fördert nicht gerade das Vertrauen ins Fahrradfahren. Ja, ich denke mir dann immer, Gott sei Dank haben wir so einen Einzelsport gewählt. Den größten Kontakt, den wir mit den Gegnern haben, ist beim Schwimmen. Im besten Ja. Fall und dann hat sich das erledigt. Vielleicht in der Wechselzone nochmal, aber ja, ich bin da auch kein Fan von. Furchtbar. Also das war auch bei mir einer der Gründe, warum ich so eine olympische Distanz immer ausschließen würde, weil dieses Windschattenfahren, das geht bei mir gar nicht. Also das, ich werde auch nie in die Gefahr laufen, Windschatten zu fahren, weil da habe ich viel zu viel Angst vor. Ja, obwohl Also. olympische Distanz, ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist tatsächlich nur bei der Elite erlaubt, ne, dass die Ach Windschatten so, fahren dürfen. okay. Also ich kenne jetzt kein Jedermann-Rennen, olympische Distanzen habe ich schon ein paar gemacht, wo du wirklich Ja. Windschattenfreigabe hattest. Es sei denn, du musstest vorher dann, wenn du mit dem Rennrad mit Clip-ons gekommen bist, die Aero-Bars abnehmen und so weiter und so fort. Und dann Okay. gab es mal Windschattenfreigabe, aber das ist nicht der Standard. Ah, okay, ja. Also ja, Also, sonst kann ich das verstehen. wo du gerade Rennräder erwähnst, das ist vielleicht auch noch was, ja, für alle, die anfangen. Also ich fahre auch immer noch auf dem Rennrad mit Aufliegern. Also ich bin da nicht und irgendwie am Triathlonort unterwegs und habe mich natürlich auch am Anfang, hat man sich informiert, was brauche ich alles an Equipment und
Ich finde, das muss auch jeder für sich entscheiden, inwieweit man das optimiert oder wie weit man da was investiert, weil ich glaube, das schreckt auch viele ab, die dann einfach Absolut. sagen, kann ich das überhaupt mit so einem Rad machen? Ja, kann man. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache diesen Hype da auch nicht mit. Und ich habe auch einen Neoprenanzug, der weit von dem High-End-Modell entfernt ist und die Zeiten sind trotzdem, glaube ich, sehr weit vorne. Also es muss nicht immer das allerletzte an Equipment daraus gekitzelt werden. Kann ich genauso unterschreiben, alles, was du gesagt hast. Ich war auch, kurze Anekdote zu Rennrad bei Wettkämpfen, sehr happy und musste ein bisschen schmunzeln, als ich meine erste Fahrt gemacht habe, nachdem ich das Fahrrad in Utah aufgebaut habe und zusammengebaut habe. Bin ich durch St. George. Na, war das St. George? Nee, das war der Ort nebenan. Ich glaube, da heißt Washington. Bin ich da die Hauptstraße einmal hoch und runter gefahren und auf dem Weg zur großen Kreuzung habe ich dann nämlich auch schon andere Athleten mit Rennrädern gesehen und dachte so, yes! Seht ihr, das ist doch gar nicht so eine schlechte Wahl, abgesehen davon mal, dass ich kein Triathlonrad zur Hand hatte zu dem Zeitpunkt. Aber ich war auch, also jahrelang so happy und bei mir hat sich nur im letzten Jahr ergeben, dass mein Partner noch ein Fahrrad stehen hatte, was er ewig nicht gefahren ist und gesagt hat, du, wenn du möchtest, rüsten wir das bisschen auf und dann kannst du damit fahren. Und ich gesagt, ja, das ist cool. Und das macht unfassbar viel Spaß. Also wenn du mal die Gelegenheit hast, Ja. irgendwie auch so ein Angebot zu nutzen oder so, dann kann ich dir das nur ans Herz legen, weil das ist nochmal ein ganz anderes Fahrgefühl. Okay. Unglaublich. Und ich liebe mein Ja. Rennrad, muss ich dazu nochmal sagen. Ja. Ja, das ist so oder so am Anfang. Ich habe mir dann auch die Aufleger drauf gemacht. Ich habe dann auch geguckt, was muss ich noch machen, wo kann man Flaschen hinmachen. Habe dann auch über die Community viel gelesen, auch so, Ja. wie macht man das Rad windschlüpfrig. Und da muss ich noch kurz eine Geschichte erzählen. Ich habe dann auch alles an Rad gemacht, auch die Flaschen da hinten dran und eine Aeroflasche in Rahmen. Habe ich mir dann alles gekauft, was so mit wenig Budget, wo man noch aufrüsten kann. Und Ja. das war dann bei dem ersten Triathlon in Duisburg. Dann habe ich mir diese Aeroflasche da unten, habe die gar nicht mehr reingekriegt. Und da musste ich mal erst anhalten, die Flasche da wieder reinfummeln. Die Shit. Flasche hinterm Sattel habe ich auch irgendwie verloren. Die ist dann rausgeflogen. Und ich habe nicht eine Minute auf meinen Aufliegern gelegt. Ich hatte die Dinger zwar dran, aber mir war das irgendwie, ich habe das vorher auch geübt, Ja. aber irgendwie ist man dann im Wettkampf ja doch schneller unterwegs als im Training Ja. und das war mir dann einfach zu schnell und dann habe ich mich gar nicht getraut, mich da drauf zu legen. Das ist ja Also von daher. witzig. Und in Utah bin ich mit Klingel gefahren. Ich habe dann nachher gesehen, Stimmt, meine hatte ich auch noch dran, glaube ich. ich habe gedacht, so bescheuert ist auch keiner und fährt hier mit Klingel im Wettkampf. Also von daher, ich versuche das auch, ja, keep it simple in manchen Sachen einfach. Was mir gerade noch einfällt zu der Radstrecke Utah, da ist man doch dann. Ach, wie beschreibe ich das? Einmal ist man über so eine Interstate gefahren, dann kam ein Kreisel und dann ist man in so ein Wohngebiet reingefahren. Erinnerst du dich? Ja. Da standen, ich weiß nicht, ob das bei dir auch schon so war oder noch, ich weiß nicht, ob du vor oder nach mir gestartet bist. Da standen die Norweger oberkörperfrei und haben gewedelt. Also dann habe ich es nicht gesehen, sonst wäre ich vom Rad gefallen. Das war also eines meiner persönlichen Highlights auf der Radstrecke. Ich habe mich richtig gefreut. Ja, das kann ich verstehen. Das Da war hätte ich zwar auch dann nur so auch. ein Wischen, ne? Aber von Weitem hast du ja schon ein paar Männchen da erkannt. Nein, also definitiv, ich glaube, das hätte ich gesehen, aber ist mir nicht aufgefallen. Nein, leider Mensch, nicht. schade, aber ja, das war cool. Das habe ich verpasst. Ja, da war ja auch mit der Kälte, war man am Rad ja doch Oh sehr Gott, beschäftigt. ja. Also, aber ich habe unheimlich Glück gehabt. Mein Partner hat sich ein Rad geliehen in Utah, damit wir ein bisschen da die Tage vorher Fahrrad fahren können. Ich hatte mein Rad im Flieger mitgenommen und da waren wir im Radgeschäft und da gab es dann noch so Füßlinge, also die man vorne über die Zehen Oh, sehr zieht. gut, ja. Und alle haben immer gesagt, die gibt es nicht mehr, die sind überall ausverkauft. Und während er dann sein Rad geliehen hat, habe ich so ein bisschen bei den Radklamotten rumgesucht, habe mal geguckt, ob was Schönes dabei ist. Und dann habe ich fiel mir diese Füßlinge da in die Hände. Und die waren dann auch runtergesetzt auf $10. Und dann habe ich die natürlich direkt mitgenommen. Ne? Gott sei Dank. Ja, Also. also unfassbar. Da habe ich mich auch bei Walmart einmal komplett eingekleidet. Ja, ich hatte vieles dabei. Aber das ist Also gut. ich hab mich schon wie gesagt, ich bin kälteempfindlicher Mensch und Ja. da habe ich alles schon mitgenommen aus Vorsicht und habe natürlich dann auch entsprechend lange in der Wechselzone da verbracht. Ich auch. 11 Minuten oder so. Ja, ich habe es noch getoppt, ich habe es getoppt.
Das heißt, wie lange hattest du? Ich glaube, 13 Minuten oder so. Und dann habe ich aber irgendwo im Regelwerk, da habe ich mich verrückt gemacht, weil ich gelesen habe, man dürfte nicht länger als 12 Minuten irgendwie in der Wechselzone bleiben. Mhm. Und dann habe ich das einen Abend vorher, habe ich das ausprobiert, wie lange ich brauche, und ich war immer drüber. Also ich saß irgendwie immer länger. Aber ich glaube, es hat in dem Tag keinen mehr interessiert, wie lange man da verbracht hat. Da bin ich froh, dass ich das nicht gelesen habe. Ich habe mir immer nur die Cut-Off-Zeiten angeguckt, die sich ja dann immer so aufaddieren, ne? Also bei den Strecken an sich habe ich mir jetzt nicht so die Gedanken gemacht, sondern eher mal geguckt, wie sich das dann inklusive Wechselzeit verhält, ob ich da irgendwie Gefahr laufe, eine Zone zu überschreiten. Aber habe ich Gott sei Dank. Ich weiß nur, dass zu Hause sich einige die Gedanken gemacht haben, dass ich aus dem Schwimmen rauskam und dann kam ewig nichts und die Zeit lief weiter. Dann hat meine Mama auch gesagt, mein Gott, was hast du denn gemacht? Ich sage, hallo, hier war kalt. Ich muss einmal komplett die nassen Klamotten vom Leib kriegen und Trockner anziehen. Das ist wichtig. Ja, und das ist die Schwierigkeit. Ne? Ja. Das habe ich jetzt auch, dieses Jahr war das auch in Duisburg, nicht mehr 23 in Duisburg, da war es auch so kalt, da wollte ich mir so Armlinge anziehen, aber über diese feuchte Haut, diese Armlinge, dann denke ich immer, aber ich, wie gesagt, dann denke ich immer, mein Gott, die Minuten, die du jetzt hier im Schwimmen rausgeholt hast, die sind jetzt alle wieder da. Stimmt. Ach, herrjemine. Aber ja, ich finde das auch mit der Kälte da, das war ein besonderes Erlebnis. Ja, das war wirklich, da war mir, ich hatte, wie gesagt, dadurch, dass ich mir vorher den Arm gebrochen hatte, habe ich natürlich auch lange nicht, also ich bin Rolle gefahren mit dem Gips dann immer und auch gelaufen, aber ich konnte halt nicht schwimmen und dadurch war ich in Utah, ich konnte auch noch nicht richtig ziehen mit dem Arm, also der wurde da irgendwie durchs Wasser geführt, ist mir auch beim Schwimmen sehr kalt geworden, weil ich nicht entsprechend Gas geben konnte, dass mir warm wurde, ne? Also da war ich schon sehr durchfroren nachher. Krass, da fand ich nur abgefahren, dass ja die Wassertemperatur einfach höher war als die Lufttemperatur. Das ja, die Zeit vorher war schon, also die man warten musste bis zum Start, da war ich schon ganz schön durchgefroren. Ich habe mich da auch, wie gesagt, bei Target habe ich mich so eingekleidet mit Winterstiefeln. Ja, muss man auch machen. Liebe Grüße an Emesche, als ich mit Emesche über die WM gesprochen habe, hat sie gesagt, ich habe mir erstmal so eine fette Winterjacke gekauft, so eine dicke Downjacke. Ja, ich habe auch so Decken habe ich mir umgewickelt. Ich fand das nur so sehr amüsant. Wir sahen ja wirklich alle aus wie die letzten Penner davor. Ja, stimmt. Und dann hat man sich da in diese Toilette oder an das Häuschen gehängt, ne? Ja, und dann laufen wir da alle rum wie die Penner und dann stehen da die 15.000-Euro-Räder, ja. Ich mir gedacht, das ist ein bisschen absurd, was hier abgeht. Oh Gott, das stimmt. Darüber habe ich noch gar nicht so nachgedacht. Oh, herrlich. Nee, war eine schöne, also es hat Spaß gemacht. Also es, aber wie gesagt, das hat man jetzt mal mitgemacht und war schön. Das ist gut. Das ist das Wichtigste, also das schönste Ergebnis, was du hättest mitnehmen können daraus. Ja. Prima. Ich glaube, wir sind soweit am Ende unseres heutigen Gesprächs angekommen. Aber ich habe noch eine Frage, die mir zwischendurch, schon als du davon erzähltest, wie sich die Puzzleteile langsam alle zu einem Triathlon zusammenfügten, einfiel. Was sind die wertvollsten Erkenntnisse und Erfahrungen, die du aus dem Schwimmen für den Triathlon mitnehmen konntest? Die Geduld. Die Geduld mit sich selber und mit dem Prozess. Mhm. Also, dass man einfach an den Prozess, an die Entwicklung glaubt. Okay. Schön. Es gibt eine total interessante Studie, die heißt The Mundanity of Excellence. Und das ist ein Bericht, der wurde damals, also der ist im Ausdauersport, ist der relativ berühmt geworden und wurde aber mit Schwimmern gemacht. Und das heißt, diese Eintönigkeit im Training, im Wett, also die man in der Entwicklung hat, dass man nur über diesen Weg was erreichen kann oder gut werden kann im Sport. Mit allen Höhen und Tiefen, aber immer diese Geduld dabei zu bleiben. Und ich habe selber bei den Plänen gemerkt, im ersten Jahr, man braucht ja so eine Phase, bis man sich in die Trainingspläne reinfindet. Und bis man auch weiß, wie reagiere ich auf gewisse Sachen. Und dann im zweiten Jahr merkt man auch, wie ein Entwicklungssprung teilweise kommt. Also ich habe das auch selbst an Zeiten gemerkt, weil es im Triathlon nicht immer vergleichbar ist durch die verschiedenen Bedingungen, aber dass man schon merkt,
wie man sich selber nochmal weiterentwickelt, je länger man die Pläne macht. Also ich kann nur empfehlen, dass man nicht nach dem ersten Jahr, auch wenn es vielleicht nicht oder wenn nicht die Erwartungen so erfüllt wurden, dass man einfach sagt, ich gebe mir noch ein Jahr oder auch zwei oder drei, dass man einfach eine langfristige Entwicklung sieht. Und in der Community sind ja viele jüngere Leute auch. Und ich glaube, auch wenn man älter ist, ob man dann nachher 60, 61 oder 59 ist, man sollte sich einfach immer wirklich Zeit und Geduld geben. Und da schreibe ich so, kann ich nur zu beitragen, dass während Corona so akut war und keine Wettkämpfe stattfinden konnten, habe ich auch, wie ganz viele andere, wie du eben auch, einfach weiter trainiert. Einfach mit der Dankbarkeit, das wenigstens weitermachen zu können, so meine einzige richtige Konstante, während irgendwie die Welt Kopf stand. Und genau diese 2 Jahre des Ausnahmezustands haben mich so nach vorne katapultiert. Sowohl im Training als auch im Wettkampf, was dann wiederum das Selbstvertrauen stärkt und so weiter. Also ja, gebe ich dir vollkommen recht. Mhm. Herrlich. Ich glaube, es gibt kaum bessere Schlussworte, Dunja. Dankeschön. Ich danke dir für deine Zeit und auch für deine Bereitschaft, hier so ganz offen und vertrauensvoll mit mir und damit auch mit der Community zu sprechen. Ja, und ich danke, dass ihr immer die Möglichkeit gibt, mal hinter die einzelnen Menschen zu gucken, welche Geschichte sie mitbringen und welche Reise jeder Einzelne gerade geht. Gern geschehen. Schön, dass du das sagst. Ich danke auch euch da draußen dafür, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und Dunja damit besser kennenlernen konntet. Ich glaube, da sind viele, viele weise Worte, die du der Community mitgeben kannst, dabei gewesen und auch viele Erfahrungen, die du schon machen durftest, von denen ganz viele andere Leute, glaube ich, jetzt profitieren können. Also herzlichen Dank, wie gesagt, nochmal für deine Offenheit und euch da draußen ein wunderbares Training, was auch immer gerade ansteht, ob ihr gerade aufgestanden seid und in die Schwimmhalle fahrt, vor der nächsten Rollen- oder Laufeinheit steht. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees, don't you give up, give up, give up, go on and get up, get up, get up. Gotta learn to walk before. Champion.